Welcome to the German speaking part of Europe. Oh, happy day! Das Schweizer Fernsehen, Service Public. Lockdown-Zeit ist Filmguckzeit. Statt Hollywood-Streifen flimmern bei uns ein paar heimische Werke über den Bildschirm. Oh, guck mal! Wenn du Medienstudium absolviert hast, bist du an diesem Namen nicht vorbeigekommen. Roger Schawinski. 7. Februar 2005. Nein, nicht wegen diesem Satz. Wir wollen nicht senden, wir wollen empfangen werden, sondern wegen einem anderen. Um den geht es. Internet hat keinen Zusatznutzen. Über 2 Jahre später hat er mir den Satz noch einmal erklärt. Internet hat keinen Zusatznutzen. Ja. Stimmt der immer noch? Nein, das habe ich so in der Form, in der Absolutheit. Ja, natürlich, ich habe schon ein bisschen aus dem Kopf. Aber Internet hat natürlich sehr viel Zusatznutzen. Nach der Tat nimmt Schawinski eine Auszeit auf der Karibikinsel Grenada und kommt dort auf die Idee, die sein Leben prägen wird wie keine andere. Am anderen Morgen in Grenada auf dieser Insel hat es eine Revolution gegeben. Als Schweizer Journalist hat man nicht jeden Tag eine Revolution. Er hat gesagt, das muss ich erleben. Ich habe gefragt, wo findet die Revolution statt? Und dann hat es gesagt, im Radiostudio. Und dann bin ich dort gegangen, ganz ein kleines Radiostudio gewesen. Und da sind die jungen Revolutionäre da gewesen. Wie sie gesagt, man muss Radio, also die öffentliche Meinung, kontrollieren. Und dann hat man Macht eigentlich. Man muss die öffentliche Meinung kontrollieren. Dann hast du die Macht. Das war die Aufregung. Radio war das Medium. In der Schweiz war Radio Beromünster das Heil gegen Heil Hitler. Und genau damit hat Roger Schawinski wieder gearbeitet. 28. November 1979 nimmt Radio 24 den Betrieb auf. Illegal, wie man im Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement findet. Der erste Schließungsbefehl lässt keinen Monat auf sich warten. Doch die Radio 24 Hörer leisten Widerstand. Wir sind freie Bürger in einem freien Staat und möchten gerne hören, was uns passt. Und wir fragen die Behörden nicht, was wir hören wollen. Sondern wir hören das, was uns passt. Und wir lassen uns nicht vorschreiben. Wir sind freie Bürger in einem freien Staat und wir wollen uns informieren können, wie wir uns informieren wollen. Und wir fragen nicht die Behörden, was wir denken sollen. Internet hat keinen Zusatznutzen. Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns geht hin in Unruhe. Irgendeine Datei habe ich jetzt bekommen von gestern Nachmittag. Wiki Atelier mit Statistik Stadt Zürich. Keine Ahnung, wie ich das jetzt auf YouTube bringe. Sobald ich es habe, trage ich es natürlich hier ein im Sprint 46 auf wikidienstag.ch.